Wie, was ist da weg? Moretti, tschüss. Was, das ist Breeden? Was? Oh mein Gott. Ich zieh mich eben mal um. Meister der Tarnung. Verdammt. Ich muss immer ein bisschen brechen, wenn ich das sehe. Der Schlag hat sich gut angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, wir müssen, Herr Untermeier, wir müssen, wir müssen ein unangenehmes Gespräch führen. Ich muss ein unangenehmes Gespräch führen. Können Sie vielleicht den Herrn Unger, also ich weiß nicht, ob ich ihn selber anrufen soll und dir das im Telefon sagen soll oder ob ich ihn dafür einbestellen soll? Einbestellen. Sicher? Immer besser, ja. Ich bin kurz am Telefon mit der Leitstelle. Machen Sie. Willkommen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, eigentlich wollten Kramer und ich auch noch mit Ihnen sprechen, tatsächlich. Wofür? Worüber? Bezüglich Breeden. Und der Arbeit. Oh Gott, was zur... Muss unbedingt diese Perücke loswerden. Okay. Ja, wo ist ein Kramer? Oh, der ist gerade noch unterwegs. Nee, der ist auf Pott. Oh. Ja, dann gehen Sie einfach mal in mein Büro. Ich komme gleich. Okay. Da, da, da. Soll Breeden bei dem Gespräch dabei sein? Warum geht's denn? Weiß ich nicht. Soll Breeden bei dem Gespräch dabei sein und das ist ein anderes Personalgespräch? Kann er ruhig dabei sein. Okay, alles klar. Mich nicht. Wie du willst. Also, du hattest, als du auf dem Parkplatz gewesen bist vorhin, Breeden, ne? Ja. Da meintest du ja vorhin, ob das denn überhaupt das Richtige für mich ist. Ja, ich bin mir da irgendwie da mittlerweile nicht mehr so sicher. Ich weiß auch nicht. Weil du hast deine Methoden, die funktionieren bei dir gut. Aber bei Kramer und mir funktionieren diese Methoden irgendwie nicht so gut. Bei Kramer auch nicht? Ja, wir haben uns da vorhin drüber unterhalten, so gemeinsam. Also als ich mit Kramer geredet habe, klingt das anders. Ja, er ist gerade... Ne. Wir warten, ich glaube, eigentlich sollten wir warten, bis er fertig ist. Ich wiederhole nicht, was er mir gesagt hat. Okay. Wo ist er denn? Ich habe den doch da vorne rumlaufen sehen. Ja, auf Klo, wie gesagt. Magst du ihn mal holen? Weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt rein möchte. Ja, vielleicht ist das Papier aus oder so. Ich guck selber. Ah. Kramer, kommen Sie mal. In mein Büro. Lenny, alles gut? Ja, klar. Du bist angespannt. Oh. Ja, ich entspanne mich mal. So. Okay, gut, dann lassen Sie uns da mal drüber reden. Was ist jetzt der Grund für das Gespräch? Kramer. Kommen Sie mal ein bisschen näher hier, da muss ich nicht so schreien. Herr Langerson und Herr Kramer, ich weiß jetzt nicht, ob das von Ihnen beiden ausgeht, aber hier gibt es Gesprächsbedarf und ich wollte mich einfach mal erkundigen, worum es geht. Ja, und Sie müssen mir auch sagen, worum es geht. Ja, ich wollte gerade überlegen, wer an. Ja, ich mache einfach mal zuerst. Ich habe heute schon mit Herrn Breeden geredet, um ein bisschen Feedback zu bekommen. Ja. Wie das bei mir aussieht, ob das passt. Und habe mir das, wie gesagt, ehrlich gesagt, ein bisschen anders vorgestellt, alles. Aha. Vielleicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie zu mir passt. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ, der so offen auf die Leute zugehen kann. Ah. Mich das sehr unwohl, muss ich gestehen. Also Sie meinen, Sie fühlen sich unwohl bei der Arbeitsmethode von Herrn Breeden. Also wie er auf Leute zugeht, das zu offen ist. Ich bin vielleicht nicht der sozialste Mensch, nennen wir es mal so. Ach so, okay, das verstehe ich. Ist bei mir genauso. Ist bei Ihnen identisch? Ja. Okay, ich glaube aber, dass
Informationsbeschaffung in Kaltakquise halt ähnlich, also geht es anders? Frieden, sag mal was dazu. Also ich hätte das gerne von euch gehört. Vor allem von dir, Kramer. Björn hat's angedeutet, aber du hast mir das nicht gesagt. Wann denn? Ja, zum Beispiel die etliche Male, die wir telefoniert haben oder vorhin im Büro. Ja, es wäre natürlich besser, wenn Sie da auf den Fachbereichsleiter zugehen würden, ja, Langerson und Kramer. Wenn Sie unzufrieden sind mit der Herangehensweise, ist der erste Schritt, nicht zu mir zu gehen, sondern ein offenes Gespräch mit dem Fachbereichsleiter Breen zu führen. Das wäre zumindest eine bessere Methode. Und ihn ist ja auch niemand, ihn nimmt das ja niemand übel. Meine eigentliche Einstellung war auch, dass ich erst mit Breen jetzt eigentlich reden wollte gerade. Ich wusste jetzt auch gerade gar nicht, wo alle sind, muss ich gestehen. Das stimmt natürlich. Okay, das ist Herr Langerson, dann vielleicht für Sie, da müssen Sie nicht mit mir reden. Es wäre vielleicht besser gewesen, Sie das Gespräch vorher mit Breeden suchen. Ja, in erster Linie wollte ich Sie eigentlich auch erstmal nur fragen, wie das ist, ob man denn zurückwechseln kann, wenn es dann doch nicht passt. Und natürlich, ich natürlich, kein Problem. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Anfrage von, also lassen Sie mich das kurz erklären, vielleicht verstehen Sie das. Die Situation, die wir jetzt haben, okay, alles gut. Aber ich würde mir wünschen, dass Sie das Gespräch zuerst mit Breeden führen, weil Breeden dann auf mich zukommen und sagen kann, hey, ich habe einen, der ist unglücklich, der würde gerne wieder zurück, weil da ist irgendwie, da passt er besser rein, mehr mit Menschen und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, ja, das ist kein Problem. Weil so sind sie dann in direkter Linie auf ihn zugekommen und vielleicht hätte man ja auch noch was ändern können, verstehen Sie? Mhm. So ist es jetzt halt so, dass wir das alles ein bisschen umgangen haben, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich will da auch keine große Sache draus machen oder sie irgendwie tadeln oder sowas. Aber fürs nächste Mal vielleicht besser. Ne? Weil so fühlt sich Breeden auch nicht übergangen. Weil Herr Breeden jetzt halt nicht weiß, ob er hätte was besser machen können. Verstehen Sie? Versuchen Sie sich mal in die Situation zu versetzen. Ja, klar. Ja? Darum ist das jetzt ist unglücklich gelaufen. Darum würde ich jetzt nochmal sagen, Breeden, wie siehst du das? Ist das okay, wenn wir hier nochmal einen Wechsel durchführen? Glaubst du, dass Herr Langerson, dass es irgendwas gibt, was du anders machen kannst, damit Herr Langerson sich wohler fühlt? Nun, das kommt ganz auf dich drauf an, Björn. Ich kann natürlich nur mein Bestes geben und dir versuchen, meine Expertise mit auf den Weg zu geben. Ich bin natürlich auch immer offen für neue Eindrücke. Aber dazu muss dir der Job an sich ja Spaß machen. Wir können ja ganz offen sprechen gerade, ne? Oh ja, also natürlich. Ich bitte drum. Also so an für sich hat mir das wirklich sehr Spaß gemacht bisher. Ja. Vor allem halt auch die Sache mit Kramer, wo wir Artyom und Alexei gewesen sind. Das war schon gut. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mich von den anderen Mitarbeitern, ich habe mich irgendwie so ein bisschen isoliert gefühlt. Zurückgelassen gefühlt irgendwo. Verstehe ich. Weil, ja, das kenne ich auch. Keine Ahnung, also man kommt halt ins Büro und stehen da alle, unterhalten sich über Aufträge und man ist total außen vor. Weiß nicht, worum es geht. Und dann bin ich im Funk gewesen, hab die da alle reden hören und hab mir gesagt, so gedacht, ja, eigentlich wärst du doch lieber gerne dabei gewesen. Irgendwo. Verstehe ich. So, und da bin ich irgendwie in so einen Zwiespalt geraten, deswegen, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich denke, das kann ja jeder nachvollziehen. Und grundsätzlich ist das aber auch etwas, was in bereichsunterschiedlichen, gerade in so unterschiedlichen Bereichen und mit so unterschiedlichen Einsatzkräften nicht zu vermeiden ist. Das Ziel war ja ganz am Ende, dass Sie da mal reinschnuppern und sagen können, ob das was für Sie ist oder ob Sie da tätig sein können. Und ganz am Ende ist es auch so, dass wir aber sagen müssen, dass dieses Secret Service, den wir da anbieten, nicht anders als separiert sein kann. Weil wenn Sie einen anderen Tätigkeitsfeld haben und mit ganz anderen Leuten zu tun, so, dann ist das natürlich schwierig. Ich würde in dem Fall einfach sagen, wir setzen Sie wieder auf den Personalbereich. Ich spreche mit Hobbs und mit Mitchell, dass Sie da fest wieder eingesetzt sind. Und dann ist das in diesem Fall erstmal wieder zurückgesetzt und Sie gucken, dass Sie sich da wieder voll einbringen können und ob das besser wird. Ja? Okay. Okay, Kramer, ist das denn jetzt bei Ihnen ähnlich? Ja, tatsächlich. Okay.
Also ich habe mir auch schon vorher Gedanken gemacht. Ich habe auch mit Björn mal ein bisschen drüber geredet gehabt heute schon. Mhm. Oder gestern war das, glaube ich, schon. Mhm. Um ein bisschen Rat einzuholen. Und heute hatte ich halt schon das Gespräch, mal so ansatzweise ein bisschen Feedback zu holen, ob das denn von meiner Seite aus auch nicht alles scheiße ist. Ja. Aber vielleicht hätte ich mir was anderes vorgestellt. Wahrscheinlich habe ich gedacht, das wird, keine Ahnung, was ich mir ehrlich gesagt vorgestellt habe. Ich wollte reinschnuppern und irgendwie vermisse ich die alte Truppe, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Also Ihnen mache ich noch weniger Vorwurf, weil Sie ja mehr oder weniger jetzt in dieses Gespräch reingezogen wurden. Also kein Problem. Breeden, wir reden da jetzt gleich nochmal drüber. Keine Sorge, das ist jetzt auch nicht ein Tadel für dich. Es ist ein offenes Gespräch. Nächste Mal Verbesserung, wenn Sie mit mir sprechen, erwarte ich von Ihnen, dass Sie schon mal mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen haben, zumindest dem Teamleiter. Ja, das ist dann einfach besser. Nee. Ja, das geht jetzt vor allen Dingen an Sie, Langerson, damit wir zukünftig sowas vermeiden. Ja, okay. Gut, von mir ist das abgesegnet, kein Problem. Ich würde sagen, gehen Sie ruhig nochmal raus zu Herr Untermeier oder was auch immer. Ich komme gleich zu Ihnen und dann teile ich das wieder Hobbs und Mitchell zu. Ja. Okay? Gut. Gut, fantastisch. Bis gleich. Ja, das ist ein bisschen eng, die Stühle da. Ich weiß. Mein Gott. Diese Stühle. Reden. Mach dir da keinen Vorwurf. Ich weiß, du hast eine besondere Arbeitsweise und so weiter. Und es war auch mehr dazu gedacht, die Leute mit reinzubringen, damit die sich denken, okay, ist das was für mich oder nicht? Aber ich glaube, du hast ganz am Ende schon gemerkt, dass das ein sehr spezieller Job ist. Hm. Und ich denke, du brauchst einfach Leute, die dafür gemacht sind. Und darum habe ich dir auch dir eingestanden, dass du Leute akquirierst, mit denen du da zusammenarbeitest. Vielleicht auch von außerhalb, dass du dich so einer Truppe anschließt und das gar nicht bekannt wird, dass du hier arbeitest. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich schon. Alles okay? Ja, alles gut. Tut mir leid, Breeden. Die hätten das vorher mit dir schon sprechen sollen, ich hab's gesagt. Also bei Björn habe ich mir das schon gedacht. Er hat halt seinen Job ja auch nicht gemacht, aber bei Kramer... Bei Kramer habe ich das nicht gedacht. Er war gar nicht schlecht, er hat das gut gemacht. Ja, schlechte Arbeit oder gute Arbeit machen heißt ja erstmal nicht glücklich mit dem Job zu sein, ja? Ja, aber warum sagt er mir das nicht? Ja, vielleicht musst du proaktiv auf die Leute zugehen. Proaktiv wäre noch. Aber das habe ich doch. Ich habe nachgefragt, was ich machen kann. Es ist ja jetzt kein Weltuntergang. Wir haben immer noch Herrera. Die Leute sind jetzt nicht gekündigt oder so, sondern das die stimmt. Sind jetzt einfach wieder in den Personalbereich zurückgewechselt. Und wir finden für dich schon jemanden, der das so mit aufbauen kann und da so mit einsteigen kann bei dem, was du machst. Und wie du bist. Dann bin ich wieder komplett isoliert. Was glaubst du denn, wie wir das machen sollen? Ach, das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Nein, 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 es gibt ja keinen, den einzigen Weg. Wie glaubst du, können wir das umsetzen? Also, der effektivste, meine ich. Naja, wenn du isoliert bist, bist du isoliert. Alleine zu arbeiten macht in dem Fall vielleicht nicht so viel Spaß. Nein, ich meine das nicht in dem Sinne, sondern bis ich wieder neue Leute habe, falls ich neue Leute kriege. Hm. Ich meine, die Problematik, die die beiden haben, habe ich ja auch. Was meinst du? Ja, dass man hier viel nicht so mitkriegt. Aber das ist schon in Ordnung. Ich habe auch einiges rausgefunden heute. Was denn? Leider nicht viel über diese Kirche. Außer, dass die anscheinend umgezogen sind, laut Claire. Oh. Ich war auch schon am Standort, aber da war überhaupt nichts los, falls das die richtige Kirche war. Breeden, ich habe einen Vorschlag. Ja? Willst du dich dem Personalbereich Personenschutz anschließen und einfach immer, wenn wir Aufträge haben, selbstständig agieren aus dem Personalbereich heraus? Wie stellst du dir das vor? Ich glaube, du bist einfach dann Teil der Gruppe, weniger isoliert, wirkst mit im Team und wenn es sein muss,
dann setzt du dich halt ab. Aber die Leute wissen dann Bescheid. Aber das, wenn es sein muss, ist dann halt vielleicht nicht so häufig wie jetzt. Du meinst, dass ich bei Tag Darrow Breeden Mitarbeiter bei Schwarzwasser bin und bei Nacht bin ich Hallo, yo! Und hol trotzdem Informationen rein. Du bist bei Nacht Darrow Breeden bei Schwarzwasser, du bist bei Tag Darrow Breeden, du bist aber für den Fall, dass wir Informationen brauchen, für einen ganz kurzen Zeitpunkt Frankie. Oder Frankie. Das könnte man auch machen. Meinst du nicht, das wäre besser? Dann muss ich noch besser schauspielern, damit erst recht keiner hinterkommt. Ja, aber vielleicht bist du dann auch ausgefüllter bei den und weniger isoliert, verstehst du? Ja, das klingt gut. Dann geh mal zum Friseur, mach dir die Frisur weg, zieh den Anzug an. Nein, die Frisur funktioniert, die ist wunderbar. Ich war fast bei einem Bankraub dabei. Verdammt nochmal, aber du sollst doch jetzt wieder in der Personalabteilung mitwirken. Das stimmt. Aber, naja, manchmal brauche ich diese Perücken. Ja, manchmal schon. Aber jetzt gerade nicht. Aber du musst dir das vorstellen. Informationsbeschaffung auf Abruf. Der war ein bunter Van und ich bin einfach mit eingestiegen. Und, Moment. Wo habe ich es denn? Ah ja, Murat der Kokser hat mich mitgenommen mit dem B-Team. Und die waren kurz davor, einen Laden auszurauben. Sachen gibt's. Dabei wollte ich eigentlich nur Sachen über die Kirche rausfinden. Also wir stellen das jetzt erstmal soweit in der Form um. Oh, und im Beach Club gibt es gratis Getränke. Also eigentlich nur für mich, aber vielleicht kann ich euch auch noch reinboxen. Erstmal nicht. Aber vielleicht für die Kollegen. Ja. Hm. Ich kenne jetzt die ganzen Leiter. Cool. Also Alo kennt die Leiter. Wer ist Alo? Ja, Mann, ich bin Alo. Okay. Scheiße, ich habe noch Drogen bei mir. Was? Was mache ich denn damit? Du kannst sie doch nicht ins Büro bringen. Das habe ich jetzt vergessen. Die sind in meiner Hosentasche. Okay, dann mach dich aus dem Staub. Zieh dich bitte um. Ich habe ein Päckchen Koks und eine Superman-Pille. Verdammt, ich will das gar nicht wissen. Oh. Zieh dich bitte um. Die Information ist klar. Und wir brauchen das auf Abruf. Okay. Wenn es soweit ist. Okay? Okay. Raus hier. Ja. Verdammt nochmal, Breen. Nichts, Leute. Also, der Björn hat gerade was sehr Kluges gesagt, was vielleicht logisch klingt. Björn sagt fast immer was Kluges. Naja, schau. Sag mal, Björn, was du gerade sagen wolltest. Das fast habe ich jetzt mal überhört. Ich meinte gerade einfach nur, dass es vielleicht nicht so sinnig ist, jeden Tag Leute auf die Straße zu schicken, die nach irgendwelchen Informationen suchen sollen, sondern vielleicht jemanden loszuschicken, der nach Informationen sucht, wenn man an einem Fall dran ist. Aber das mein sind wir Gott, doch. Herr Langerson. Was Sie haben gerade das gesamte Gespräch, was ich mit Herrn Breeden hatte, zusammengefasst. Das stimmt, ja. Und die Konsequenz ist, ihr werdet euch alle zusammen dem Personenschutz anschließen. Und wenn wir Informationen brauchen, nehmen wir einzelne Leute, immer unterschiedliche oder andere oder immer die speziellen, was auch immer, und sorgen dann dafür, dass wir die Informationen bekommen. Das heißt, ich bin jetzt auch bei euch im Team. Keine Isolation mehr. Gut. Alle zusammen. Okay. Ja, cool. Ja, ihr seid nicht die Einzigen, die damit zu kämpfen hatten. Ja, außer ich. Ja, nee, ich bin doch regelmäßig hier, weil ich 2 Stunden brauche, um eine E-Mail zu beantworten. Mhm. So, bitte, Breeden, zieh dich um und lass diesen dummen Hut weg. Ja, bitte. Hat der dummer Hut oder Perücke gesagt? Perücke, oder? Nein, der Hut war... Nein, der hat nicht Hut gesagt. Ich hab Hut gesagt! Was? Das kann doch nicht...
Frage gibt. Angenehm. Am Freitag in einer Woche Fremont von Pedi. Wieso wird demonstriert, dass er bestimmt arm ist und dass Pedi Schuld hat? Murat Ahmed. Anwälte. Oh, was war denn jetzt mit dem Herrn Hunger? Kommt der Herr Unger jetzt vorbei eigentlich? Der Herr Unger ruft mich in 5 Minuten an. Also ich warte jetzt schon etwas. Ich glaube, der ist gerade noch im Termin, ja. Ja, ich will halt, ich werde ihn versuchen, ein bisschen zu besänftigen. Ich will mir das ja auch nicht in die Nase reiben. Vielleicht ist er auch im Krankenhaus. Dass wir ihn als Anwalt bestellen. Oh, wieso? Lenny, hast du dir den Scheitel über deine Augen gezogen heute, oder was? Wieso? Ich bin da gesessen in dem Gerichtssaal und dann bin ich fast eingeschlafen und dann... Du hast dir nicht angesehen, wie da die Shanti angegangen ist. Shanti angegangen? Nee, ich war nur da, als der komische Gelbhaarige da noch im Zeugen... Okay, für dich ein paar Informationen, ja? Die erste Sache ist, dass Herr Unger die Kirche des Lichts vertrifft, was jetzt erstmal okay ist. Die zweite Sache ist, dass... Entschuldigen Sie, Claire. Ja, Claire? Hat er Sie gerade Claire genannt? Hast du da telefoniert? Mit Claire. Ja. Björn, du warst doch in der Verhandlung mit, oder? Wie ist der Schlag angekommen? Hat er es gekauft? Was? Ja, der Schlag. Mein Schlag. Ja. Ich hab gesagt, du sollst leicht zuschlagen, du Arsch. Nein. Ja. Entschuldigung. Er hat 5 von 10 möglichen Siggi-Schlägen bekommen. Was auch immer das bedeutet. Das bedeutet so viel, wie dass ich das Hinfallen nicht gespielt habe, Björn. Ja. Ach so, sah schon schmerzhaft aus, muss ich sagen. Ja. Das war es auch. Ich dachte, das ist ein Schatten unter deinem Auge von der Brille, aber Herr das Lensch, ist wegen dem Schlag. Herr Lensch, die Claire hatte einen Unfall, wir müssen ihr ein Auto bringen. Oh Gott. Hey. Oh, nee. Übernehmen Sie das mal bitte... Kramer. Wer übernimmt was? Komm ich mit? Nee. Hey, stopp kurz! Männer aus! Stopp! Ey! Sag mal, gehen Sie mal, fahren Sie mal mit Kramer. Okay. Wohin? Jungs, das ist über Vitos. Über Vitos? Hab ich denn gehört? Über Vitos. Alles klar. Ja. Let's go. So, und wir bleiben. Okay. Okay, nochmal. Ja. Entschuldigung. Reden, verdammt nochmal. Tritt mir aus den Augen. Zieh dich um, wenn ich den Bart weiter angucken muss. Rasiere ich ihn dir persönlich ab. Er ist aufgeklebt. Ist mir egal, dann reiß ich ihn ab. Hast du da Öl im Gesicht? Ja. Reden. Oh. Los. Ich habe eine Frage. Oh. Diese Perücken kann ich aber schon von den Spesen absetzen, oder? Nein. Warum nicht? Ach doch, kannst du. Scheiße. Ich finde keine Ausrede dafür. Ich habe fast $500 heute ausgegeben. Fuck! Bist du irre? Alter Schwede. Bleib doch mal ruhig. Die Schminke, die ist halt teuer. Schminke? Das ist Öl. Das ist also aber eine einmalige Ausgabe. Es wird nicht nachgekauft. Das muss ich erst mal meinem Friseur erzählen. Verdammt noch mal. Ein Bumsbus drin. Gott sei Dank. Ja. Ja. Unger, er vertritt ja die Kirche des Lichts, was jetzt erstmal das Unproblematischste ist. Aha. Das Problematischere ist, dass sein Adoptivsohn Johnny Laser ist. Einer von den beiden Männern, die Cooper angegriffen haben. The fuck? Ja. Und das nächste Unproblematische ist, dass die dass der Richter, der oberste Chief of Justice, ihn einfach nicht leiden kann. Und das heißt, jedes Mal, wenn er als Anwalt irgendwo auftritt und der Chief Justice einen Prozess verhandelt, ist es tendenziell eher schlecht. Und deswegen müssen wir leider da raus. Wir brauchen einen Anwalt. Aber wir nehmen keinen freien Anwalt mehr. Wir stellen sie ein. Wir wollen den Schwarzwasser-Anwalt. Okay? Okay. Und wie wollen wir den finden? Ja, über eine Annonce. Oder wir sprechen sie einfach alle an und sagen hier, wir bieten ihnen
das zu dem Preis und so weiter. Okay, also dann schreibe ich mir mal wieder Nummern raus. Genau. Okay. So müssen wir das machen. Und ich will ihn nicht verprellen, ich will ein bisschen erklären. Und dann ist gut. Okay, na gut. Ja, dann. Ja, ihr wart auf einmal weg. Okay. Okay, und was ist, warum ist er, wen ist er angegangen? Ja, Shanti hieß die junge Dame, das ist die Enkelin oder Tochter von. Kommt zur Tankstelle. Von Rakete. Mhm. Und keine Ahnung. Mhm. Schade, ja. Gut. Wir müssen kurz an ATM. Oh, ich hoffe mal, dass sie die Liste ausgebessert haben, weil da hat sich dann eigentlich nicht so viele Leute bei mir gemeldet. Mhm. Tja, wir müssen da auf jeden Fall agieren. Ich denke, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, theoretisch können wir da auch einfach nur eine Pflanze hinstellen, der wir ein Mikrofon irgendwo verpacken und die sagt einfach immer wieder Einspruch, Suggestivfrage, Einspruch, Relevanz und dann haben wir die ideale Verteidigungsstrategie. Ja, das Wort ist, die Wörter sind sehr, sehr oft gefallen, als ich da gesessen bin. Das ist halt absolut, also die Staatsanwälte, ich möchte ganz kurz mal zusammenfassen, die haben heute einen Prozess verhandelt, wo es einen eindeutigen Videobeweis gab mit allen Beteiligten. Ja. Und die haben sich so Deswegen bin ich gegangen. Deswegen habe ich mich gefragt, warum sie da noch sind. Und da muss ich halt einfach, also da muss ich halt einfach die Frage stellen, hä? Das ist halt, das stellt man sich als Staatsanwalt hin und sagt, dieser Mann ist schuldig, hier ist dieses Video, das ist eine kriminelle Vereinigung, die haben sich zusammengetan, Schutzgeld, schönen Tag noch. Und dann sagt der Anwalt, das ist nicht so. Und dann sagst du, hier ist das Video. Und dann sagt er, fuck. Hä? Was soll das denn? Alter Schwede. Okay, ja gut. Und der hat da gesessen, der Staatsanwalt hat da gesessen und ich dachte, das muss ein Praktikant gewesen sein. Aber der hatte die ganze Zeit irgendwas von, ja, haben sie den Baseballschläger rausgeholt oder nicht? Ich sag, gucken sie doch einfach das Video. Warum wollte der das denn nochmal von dem haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich. Das war, und das ist, ich habe mir mal ein bisschen recherchiert, das ist Anfang Januar gewesen. Die haben über einen Monat gebraucht, um diesen lächerlichen Prozess abzuschließen. Entschuldigung. Anfang Januar. Also, okay. Was soll das denn? Ich bin da gesessen und dann haben sie immer wieder die gleichen Fragen gefragt und immer wieder das Gleiche gefragt. Ja, und ich genau. Denke mir, warum sitze ich da? Da macht es ja mehr Spaß, wenn ich hier alleine an meiner Rezeption sitze und warte, bis mich jemand anruft. Ja. Und das ist halt, also, keine Ahnung. Wild. Was, wild? Also, ja. Also nicht das Fleisch. Ja, das sagen die, das sagt die Jugend heute so, Herr Lentsch. Ah, okay. Ich kann genauso wie Cringe. Das sagt mir immer noch nichts. Was war das? Ja, sowas, wenn sie zum Beispiel hier ins Medusa gehen und den Leuten beim Tanzen zuschauen, Cringe. Wie, das, die Situation ist dann Cringe oder was? Ja, es ist sehr komisch, unangenehm. Ah, unangenehm. Es ist so komisch, weird. Verstehen Sie? Weird, komisch. Fremdscham? Ja. Oh, gutes, sehr gutes Wort. Ah, sehr, sehr gutes Wort, ja, ja. Cringe. Mhm. Man lernt nie aus. Mhm. Ja gut, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wem ich jetzt abgesagt habe, ne? Wie, wem Sie abgesagt haben? Ja, Herrn Antonov. Ich schreibe mir gerade mal die Liste. Ja, und was ist jetzt mit Capone und Dante und so? Wir fragen die einfach alle, ob die bei uns arbeiten wollen, oder wie? Nee, warten Sie mal. Andreas Fuchs, den habe ich noch. Dr. Peter Coleman. Moment. Also den Herrn Moretti können wir streichen. Der hat schon zu mir gesagt, ich hab eine das Idee. Funktioniert nicht. Ja? Moment. Hallo, Herr Sullivan, Manfred Lentsch von der Firma Schwarzwasser hier.
Herr Sullivan, ich habe eine kurze Frage. Ich habe heute, also vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, aber ich habe heute den Auftritt und den Prozess von Herrn Raketes Überfall auf den Kiosk gesehen. Gott, hören Sie auf. Und es war eine Katastrophe. Ja, aber so, Cooper zu mir, der Rest kann sich ein bisschen verteilen. Aber warum das eine Katastrophe ist? Ja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Mir ist es, für mich ist es eine Katastrophe, weil ich Herrn Unger einen Einsatz gesehen habe. Ja, das, ja. Und ich bin tatsächlich auf der Suche nach einem kompetenten Anwalt. Und eventuell so kompetent, dass, also einen Anwalt, der nicht direkt aufs Kriegsfuß mit der kompletten Justiz steht. Weil wenn Herr Fleming vorne im Richter, wenn Herr Fleming vorne als Chief im Richtersitz sitzt und die ganze Zeit Witze über Herr Unger macht und dass er den nicht ernst nimmt, dann ist das halt eine relativ schlechte Ausgangsposition für einen Prozess. Ja, der Mr. Fleming hat generell eine etwas spitzere Zunge, wenn er den Vorsitz hat. Ja, auch, aber so spitz war, also es war sehr, es war auch... Nun, ich hab schon von der Performance von Mr. Unger gehört, das war tatsächlich ein Ausnahmefall. Aber wenn sie, also mit wem ich aktuell ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist der Mr. Fox. Mr. Fox. Ja. Okay, gut, dann haben Sie Alternativen vielleicht noch? Ich würde mir das nicht montieren. Wir sind wirklich noch auf der Suche. Ach, jetzt stellen wir uns schon in zwei Ecken, weil wir so beschäftigt sind. Also, Asimov hat einen ziemlichen Geltungsdrang. Nee. Und will immer sehr viel mehr wissen, als ihm gut tut. Ja. Miller, ja, ein bisschen einfältig, aber solide. Gibt es noch von Stein, nie gehört. Den Stranger lassen wir bloß die Finger von, der glaubt, der wurde von Aliens entführt. Uff. Ist das eine Anwaltslizenz, die bei Ihnen machen müssen, oder ist das einfach so freischaffender also, Anwalt? Naja, also die kommen da hin und sagen, die möchten Anwalt werden und dann führt man mit denen, führen die Richter mit denen ein kurzes Gespräch und dann lassen sie die machen, was die machen wollen. Okay, ja, Mr. Black gibt es noch. Der ist schwierig, weil der wohl so halb in der Yakuza mit drin steckt. Oh Gott. Haben Sie, okay, also ich habe jetzt Mr. Fuchs als einzigen seriösen Anwalt und Mr. Miller, aber eher so tendenziell schlecht. Ja, Mr. Fuchs würde ich Ihnen empfehlen. Oh Gott. Oh. Suchen Sie sich doch einfach einen Inhouse-Anwalt. Mr. Sullivan, ich sitze hier gerade und habe genau die gleiche Idee und wollte von Ihnen eigentlich nur eine Liste von den Mitarbeitern, die ich jetzt versuche abzuwerben. Ja. Ja gut. Also von meinen Staatsanwälten, die haben Sie ja gesehen, die sind alle unfähig. Würde ich keinen von Ich wollte Ihnen gerade sagen, ja. Ich will es nicht sagen. Ich höre das an und nicke. Doch. Nein. Ich möchte nur sagen, dass ich in dem Moment nicke. Sie gar nicht erst werden, Mr. Lynch. Ich nicke. Sie nicken. Ich nicke gerade in diesem Augenblick. Das energisch. Ich, nicht so ganz. Ich nicke energisch. Ich höre keinen Luftzug. Doch, es ist sehr windig hier. Passen Sie auf, also ich kann Ihnen folgendes Angebot machen. Ich habe aktuell bei mir einige neue Candidates eingestellt. Die werde ich auch noch zu Prosecutern hochziehen, aber ich habe noch ein paar Anfragen. Ja. Ich könnte Ihnen die Kontaktdaten geben. Ich weiß allerdings noch nicht, also mit einem habe ich gesprochen. Den fand ich ganz gut. Der ist allerdings Quereinsteiger. Also der müsste sich noch ein bisschen mit den Gesetzen hier beschäftigen. Aber die sind jetzt auch nicht allzu kompliziert hier. Ja. Okay. Ich würde Ihnen einfach mal die Daten übermitteln. Natürlich, sagen Sie ruhig. Moment. Okay, also das ist einmal der Mr. Moore. Der hat sich... auch beim PD jetzt beworben als Sekretär. Oh, okay. Das ist die 821. 821, ja. 680. 680, ja. Genau. Dann hat sich bei mir noch beworben der Mr. Whittaker. Mr. Whittaker ist der ehemalige Mitarbeiter von Immobilien von Frau Nest. Mrs. Nest. Ist jetzt nicht so der durchsetzungsstärkste Typ, wie mir gesagt wurde. Ja. Und er... Aber sehr loyal. Ja, aber ich habe ihn schon mal kennengelernt, das schließt sich also aus. Okay. Und dann habe ich hier noch einen Mr. Teichmann. Und mit dem habe ich selber noch nicht gesprochen. Da kann ich Ihnen keine Einschätzung zu geben. Ja, aber die Telefonnummer, ich klappe die einfach ab. Das ist die 168 082. 082.
Herr Sullivan, dann neben der Tatsache, dass Sie mir da gerade sehr geholfen haben, möchte ich Ihnen anbieten, vielleicht denken Sie darüber nach, wir bieten über Schwarzwasser einen Büroservice, einen Verwaltungsservice an. Das heißt, Büro- und Verwaltungsservice. Genau, wenn Sie darüber nachdenken, diese ganzen Anrufe, die Sie beruflich bekommen, outzusourcen, Terminkalender, Verwaltungsaufgaben, Buchhaltung, dann können wir das für Sie übernehmen. Und ich würde Ihnen da einen ganz günstigen Tarif machen, weil Sie uns dazu weil Sie mir da gerade geholfen haben. Ja gut, Mr. Lynch, nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich bin da ein bisschen durch unser Gesetz gebunden. Ich kann Ihnen auch den vollen Tarif geben. Also, ja, darauf wollte ich jetzt nicht anspielen. Aber das ist auch ein Punkt. worum es mir eher geht, bei mir sind dienstliche Geheimnisse gang und gäbe. Ah, verstehe. Und auch wenn ich glaube, dass Sie jetzt nicht damit hausieren gehen, mache ich mich schon strafbar, wenn ich Ihnen dazu einfach so Zugang mache. Ja, verstehe. Das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Also vielen Dank für das Angebot. Wir müssen uns da leider ein bisschen mehr selbst strukturieren. Hm. Ansonsten, wir haben auch noch ein, zwei Angestellte bei uns im Department of Justice, die sich um sowas kümmern. Alles klar. Aber wenn da Anfragen in der Sache an mich kommen, würde ich sagen, dass sie sowas anbieten. Super, super. Vielen, vielen Dank, Herr Sullivan. Ich danke erstmal für die Informationen und wenn ich noch irgendwas auf Sie, also wenn ich irgendwie was noch habe in dieser Form, beziehungsweise... Was mir gerade einfällt, ich hatte heute ein bisschen mit Ihren Mitarbeitern zu tun in der Sache mit Sienna. Ja, es ging darum, dass der Mr. Coleman, der dann ein guter Freund ist, noch eine Aussage machen sollte und es gab da wohl irgendwie noch einen Vorfall mit CNT News oder so, die da irgendwie aufmerksam drauf geworden sind. Also erstmal wirkte das auf mich sehr professionell, aber kleine Anmerkung von mir, es wirkt für mich manchmal ein bisschen zu kompliziert umgesetzt, was Ihre Mitarbeiter da machen. Ja, das Problem ist, dass da so viel auf dem Spiel hängt und das liegt wahrscheinlich daran, dass die sich an die ganzen Protokolle halten wollen. Ja, ich denke auch. Aber manchmal ist eine schnelle, direkte Lösung meistens das Einfache, weil sich das eben schnell und direkt umsetzen lässt. Alles klar. Ich gebe das als Feedback weiter, Herr Sullivan. Vielen Dank für für die Kritik. Ich werde das direkt weitertragen. Ja, was Sie damit machen, ist Ihnen überlassen. Super. Okay, dann der Stichtag war immer noch Sonntag für die Anklage, ja? Ist von mir noch so angepeilt, ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, wissen wir Bescheid. Dann vielen Dank für das Telefonat und Ihre Zeit, Herr Sullivan. Ja, kein Problem. Dankeschön. Wenn Sie was brauchen, melden Sie sich. Ich melde mich. Ich Ihnen helfen kann. Danke, Wiederhören. Wiederhören. Okay, ich habe zwei Telefonnummern. Ja. Ja. Okay. Von zwei potenziellen Anwälten, die würde ich jetzt mal kurz durchtelefonieren und versuchen einzuladen. Mhm. Siehst du, Herr. Glück, wirklich. Scheiße, es ist schon wieder fucking kurz vor 12. Are you fucking kidding me? Mein Leben findet in diesem Büro statt. 5 für die 9. Hört. Status? Status? Wir sitzen am Lagerfeuer. Gibt's schon nähere Infos? Ist schon was bekannt, wie lange das noch sich ziehen kann? Negativ. Mein Gott, ich kann das nicht. Fantastisch. Blauer Anzug, graues Hemd. Ich finde, das passt viel besser zu Schwarzwasser. Oder? Chef? Herr Unger hat noch nicht angerufen, ja? Doch, Herr Unger hat angerufen. Herr Unger ist gerade wieder im nächsten Fall. Und zwar habe ich jetzt einfach gesagt, Herr Unger,
morgen 20.30 Uhr und dann, also hat er gesagt, und dann habe ich gesagt, Herr Unger, das ist unser freier Tag, das muss ich erst mit dem Herrn Lentsch abklären. Ja, nee, morgen nicht. Okay. Dann eher am Montag. Montag, okay. Wir kommen Montag nochmal auf ihn zu, dann hat er jetzt keinen Stress. Okay. Sehr gut. Ist alles okay bei Frau Mitchell? Ja, die haben halt, das Auto hat halt einen starken Rechtsdrall. Wir haben das mal jetzt unter schweren Bedingungen irgendwie zu Rodriguez gebracht. Okay. Aber da ist alles gut bei denen. Keiner verletzt. Okay, fantastisch. Und wie, soll ich gleich einen Termin ausmachen, Herr Lentsch? Nee, nee. Wir melden uns am Montag einfach nochmal, okay. Weil dann hat er keinen Stress und muss ich nicht da in Verstrickung bringen. Mhm. Okay. Termine. Ja. Frau Mitchell, ich wollte mir mal anhören, wie der Status ist und wie lange das heute noch gehen soll da. Der Status ist aktuell, dass das Eagle auf einen Rückruf wartet von ihren Freundinnen. Wir würden dann ein Treffen ermöglichen, haben dazu auch ein Safe House gewählt. Mhm. Wir warten das jetzt noch ab. Wir würden ihr die Zeit jetzt noch geben. Das ist dann, muss dann auch nicht mehr mit voller Mannstärke abgesichert werden. Ich denke, das ist dann okay, wenn da noch 4 Leute verbleiben. Und danach würden wir sie dann wieder in ihr Safe House bringen. Alles klar, weil ich jetzt nicht mehr erreichbar bin, schauen Sie, dass Sie da Leute, also das, ja, mit der Mannstärke ist halt wichtig, ne? Also es ist jetzt, ist natürlich doof, wenn Sie da Ihre Freizeit durchboxt. Ja, also wir haben ihr das mehr oder minder, aber es hat sich jetzt einfach ein bisschen verzögert, weil die da nicht vorankommen. Ich würde sagen, wenn die sich in 10 Minuten nicht gemeldet haben, dann verschieben wir das eben auf morgen oder übermorgen. Ja, verstehe ich. Und wo sind Sie da gerade? Die Eagle befindet sich bei 900 in Absicherung mit 5 Personen vor Ort. 6 und ich befinden uns gerade an dem Safe House, wo sie dann nachher sein soll, checken dort die Gegend. Ich habe übrigens mit dem Staatsanwalt Sullivan gesprochen, der mir Kritik gegeben hat bezüglich unseres Auftretens. Er meinte wörtlich, wir sollen die Sachen nicht zu kompliziert machen. Sondern einfacher. Ja, wir mussten abbrechen. Wir hatten ein Treffen mit ihm und jemand, also einem Freund, der dort vor Gericht aussagen soll, den sie dazu bringen wollte, dass er aussagt. Das hat sie dann auch geschafft. Allerdings musste dann noch ein Gespräch mit Sullivan wohl erfolgen. Das Treffen haben wir ermöglicht. Allerdings war dann beim Treffen plötzlich ein Auto vor Ort, das wir nicht einschätzen konnten. Da hat sich herausgestellt, das ist CNT. Und die Situation war für uns in dem Moment einfach zu heiß, als dass wir Eagle sofort weggeschafft haben. Okay. Und ich war nicht unfreundlich zu ihm, aber er wollte mir nähere Informationen und die habe ich ihm nicht gegeben. Okay, verstehe. Gut. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß, das muss man immer einen Spagat machen. Ich habe das jetzt nur so mitgenommen und gebe Ihnen das weiter, dass man daran arbeitet, vielleicht Dinge noch zu vereinfachen im Prozessablauf. Mhm. Okay. Verstehe. Cool. Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt erstmal nicht mehr erreichbar und morgen ja auch nicht da. Vielleicht ja, morgen Mittag. Ja, ich auch nicht. Wir haben freien Tag, aber am Sonntag ist wohl Einsatz, habe ich gehört. Ja, Sonntag bin ich da. Ich kläre ab, wer da ist. Ich schicke Ihnen dazu nochmal eine kurze Mail. Sonntag bin ich aber auch da. Perfekt, wunderbar. Weil ich habe das schon mitbekommen, Sonntag ist ja auch der 72 Stunden, ist ja auch der Anklageschrifttag. Richtig. Fantastisch. Gut, dann gute Arbeit. Dann Feierabend. Grüßen Sie das Team von mir und ich bin jetzt erstmal nicht mehr erreichbar. Alles klar. Verstanden. Danke. Bis Tschüss. Morgen. Wie im Zoo. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Was Hallo, ist denn da vorne los? Wir beobachten. Ja, wollten da nicht ins Gespräch rein. Wer ist denn das da vorne? Der Herr Bishop. Mhm. Männer? Ja. Entschuldigung, ich will nicht stören.
Nee, alles gut. Wer ist denn Hobbs da vorne? Hobbs, das ist der Mann in Schwarz, dem hat vorher die Securo-Surf gehört. Und Breeden fragt ihn gerade, ob der Hut ihm steht. Okay. Oh. Ich schäme mich langsam dafür, dass der Mann Abteilungsleiter ist. Ja? Ja. Jungs, seid ihr morgen da? Und Sonntag? Ich bin morgen nicht da. Und Sonntagabend bin ich da. Okay. Dann schreibe ich mir mal auf. Ich kann nichts versprechen. Samstag würde ich auch nichts versprechen. Also ich bin definitiv, so ein Wochenende ist halt immer schwierig, aber Sonntagabend bin ich da. Sonntagabend. Kramer? Ja, bei mir ist... Ich bin erstmal am Feierabend. Möglich, aber... Tschüss. Ich bin Feierabend. Abend. Abend. Jetzt bin ich halt mal da. So. Oh Gott, ich habe das Foto nicht zugemacht, Leute. Ja, ich werde wahrscheinlich Sonntag den Stream ein bisschen später machen. Also ganz normal, weil dann kann ich hier den Scheiß erledigen. Wenn ich den Stream normal früh mache, dann bin ich abends am Rechner ohne Stream und das will ja niemand. Es gibt also keinen Early Stream. Nicht beides, weil ich zwei Hunde habe, um die ich mich kümmern muss und nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Pegas im Stream rumhängen kann. Zwölf, komm mal zu mir. Ich könnte tatsächlich meinen Hund in diesen Raum setzen, der sabbert und schnarcht. Ja, rechts vor links, Bro. Der sabbert und schnarcht und ihm ein Tonband hinlegen mit Einspruch, Suggestivfrage, Einspruch, irrelevant. Und er würde gegen die Staatsanwälte da gewinnen. Vermisst du es, einen Welpen zu haben? Nee, auf keinen Fall. Welpen sind nur kurz süß und dann sind sie nur noch klein und nervig. Pullern überall hin. Fallen überall runter. Machen nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Mon Dieu.
Neues Haus übrigens, Chat. Neues Haus. Ich würde mich jetzt aus dem Staub machen.